euer Ziel. Lasst euch nicht ablenken. Wählen Sie im Kampf die verborgene Klinge, um einen am Boden. Seid gegrüßt, Altair. Was gibt's? Al-Mualem nannte einen weiteren Namen. Dieser lautet Siebrand. Ich kenne den Mann. Er ist der neue Magister des Deutschen Ordens, residiert im venezianischen Viertel und ist der Hafenmeister von Akko. Ich gehe sofort ans Werk. Ihr solltet euch auf die folgenden Orte konzentrieren. Die Docks im Osten zwischen den Schiffen und Mannschaften. Die Kapelle im Nordosten bei der Kreuzung, die den Hafen überblickt. Und der Norden vor dem Johannistor. Das ist sehr hilfreich. Vielen Dank für euren Rat. Altair. Ja, Rafik? Ich muss mich wohl entschuldigen. Wofür? Dass ich euch nicht gänzlich vertraut habe. Nein, es war mein Fehler. Ich stellte mich über unser Credo. Ihr schuldet mir nichts. Wie ihr wünscht, mein Freund. Geht in Frieden. Einmal schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen. Haltet eure Augen offen. Er wird bestimmt wiederkommen. Du bist mein. Er muss hier irgendwo stecken. Findet ihn. Er muss ihn. Glaubst du, du könntest mir entfliehen? Da ist er! Du willst ja bitte die Mein Hand! Heide, dafür wirst du... Zutritt verboten! Hinfort mit euch! Zieht euch fort! Qui a fait ça? Je veux savoir! Bandit, j'aurai ta peau!
Elender Dieb! Du wirst sterben! Hier vorgefallen sein. Elender Dieb! Du wirst sterben! Geht, Bauer, bevor ich euch wegjagen muss. Wird das schon einmal. Ich habe Hunger, nur ein paar Münzen. Ich flehe euch an. Ich bin arm, Herr. Ich brauche das Geld. Bischlüpfer! Was willst du? Ach. Bewegung! Ist die Rache Gottes im nächsten Fall! Hilfe! Hier endet dein Leben. Ein Diener Gottes! In die Rache Gottes! In die Rache Gottes! Wird eine Strafe nicht entkommen! Stell dich deinem gütigen Urteil! Das wird dir niemals vergeben! Höre den Sohn Gottes! Du kannst mir nicht entkommen! Je suis l'épée du Seigneur. Les flammes de l'enfer ont pu ruiner ton âme. Diebstahl wird mit dem Tode bestraft! Bewegung! Gott ist mit mir, du Narr! Kann ich nichts kriegen! Du magst es noch nicht wissen, aber du hast bereits verloren! Du bist der Teufel! Ein Diener Gottes! Höre den Zorn Gottes! Oh, heute ist Fortuna auf meiner Seite. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremde. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Bewegung, verdammt! Nein, sie haben auch Wo kommt der denn her? Du bist ein toter Mann! Dich werde ich aufhören, weil ja. Ihr ein Hilfswerk ist! Ja. Er wird jemanden verletzen, ich weiß es. Wo mag er wohl hin sein? Er scheint in Eile zu sein. Warum? Ja, du bist mit mir, du Narr! Erbärmlich!
Ma colère sera terrible. Je vais t'étriper. Zurückzahlen, das schwöre ich. Hilfe! Eine Assassine! Schick sie! Tut das nicht noch einmal, verstanden? Du wirst... Heide, dafür wirst du bezahlt! Was ist geschehen? Verboten. Ihr dürft nicht hier sein. Geht, bevor wir Gewalt anwenden müssen. Hier dürft ihr euch nicht aufhalten. Meine Familie ist sterben. Er ist ein Assassine! Ich brauche... Nein, ich
versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauche ihn. Es wird immer schlimmer. Seine Furcht kennt keine Grenzen. Er hat die Wachen verdoppelt. Niemand schläft mehr. Bis er den Hafen zu seinem Heim machte, war es nicht so schlimm. Er plant etwas auf See. Deshalb kam er hierher. Doch was? Was hat das zu bedeuten? Ihr beiden dort in der Ecke. Flüsternd und intrigierend. Nichts derartiges. Wir haben nur... Nur was? Was habt ihr zu verbergen? Aber ihr irrt. Verfluchte Assassinen. Gewiss sind sie jetzt in der Nähe und beobachten uns. Findet ihr das amüsant? Tatsächlich! Nun lacht, solange ihr könnt! Verdoppelt die Wachen! Welche? Na alle! Wir haben nicht genug Männer. Findet welche! Ruft unsere Krieger vom Felde zurück, wenn es sein muss! Ich weiß, du bist in der Stadt! Und ich werde dich zur Strecke bringen! Ich bin ihrer bien par mon frère. Je suis sûr. Einmal schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen! Meine Brüder sollen erfahren, dass ihr ein Freund von mir seid. Wer kann sowas getan haben? Was ist dieser armen Seele widerfahren? Was ist passiert? So, Herr Gott, was ist passiert? Seid ihr nicht erwünscht. Geht. Ja.
Voleur, tu paieras cher pour tes crimes. Was für Idioten! Warum seid ihr so verrückt? Was habe ich euch getan? Was ist denn? Zurückzahlen, das schwöre ich. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht! Schert euch ab! Heide!
Schaden. Er ist gerade in jemanden hineingeraten. Oh, oh. Alle. Wenn er auf den Weg kam, wäre das Diebstahl wird mit dem Tode bestraft. Er wird sich noch verletzen. Und Diebstahl wird mit dem Tode bestraft. Hilft mir doch jemand! Bewegung! Warum noch das? Tod dem Heiden! Los! Mach dich noch nicht sitzen, aber du hast bereits verloren! Schon da sollst du tollen! Ich bin viel besser, als du je sein wirst! Du kannst mir nicht entkommen! Schon bald wird es Tod sein! Wirst deine Strafe nicht entkommen! Bin dir aufgegossen! Meiner Seite. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremder. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Gütiger Gott, was ist passiert? Was ist das? Guter Gott. Ich bin mir ganz sicher. Oh. Darum seid ihr ja auch so hier. Vorsicht. Ich bin froh, euch endlich zu treffen. Guter Herr, ich bin nur ein alter Mann. Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin Anwärter. Stirb, Heide! Es wird jemand getötet! Gerade jemanden getötet! Hierher! Tod dem Heide! Euch hol ich mir! Dieser Mann hat jemanden getötet! Bewegung! Ebenfalls dem Orden übergeben!
Auf Order Siebrands werden alle Handelsschiffe dem Deutschen Orden überstellt. Löscht eure Ladung! Die Schiffspapiere müssen bis zum Mittag des morgigen Tages... Michel Bordi! Storit d'Apos! Ich bin die Rache Gottes! Plus que tu y tiens, je vais t'achever. Ich denke, ich sollte euch danken, aber denkt nicht, dass ich es nicht auch alleine geschafft hätte. Trotzdem habt ihr recht behandelt. Ich werde versuchen, den Gefallen zurückzugeben. Wer hat das getan? Zeigt euch! Passt auf! Passt auf, ihr Narren! Das solltet ihr nicht machen. Komm, komm und seht, was ich zu dir habe! Tut das nicht noch einmal, verstanden? Willkommen! Ich kann alles, was ihr braucht! Ihr seid wohl blind! Einmal schon! Ein Assassinen! Auf mich hinauf! Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen! Was veranlasst ihn nur? Ich muss mich beeilen. Geht fort, Testbeule. Führe den Sohn Gottes! Was ist mit mir, du Narr? Wer dir niemals siegen, niemals. Glaubst du, du könntest mein Hirn? Das ist noch nicht erwerblich. Du bist mir, du Narr! Du kannst nichts siegen! Unverzeihlich! Ihr habt eine Strafe nicht entkommen! Bin die Rache, Gott! Beschwerden und Klagen müssen dem Obmann der Zunft beim Gerichtshof vorgebracht werden. Die Nichteinhaltung dieses Dekrets wird mit Kerkerhaft bestraft. Alle angelegten Schiffe müssen frei von Ladung und Mannschaften sein. Die Kapitäne melden sich beim Abgesandten des Deutschen Ordens, um neue Befehle entgegenzunehmen. Jeder Versuch, ein Schiff vor der Konfiszierung zu verbergen, wird schwerstens bestraft. Ihr habt einen harten Fehler begangen. Nicht meine Schuld. Ich befolge nur Befehle. Wenn ihr euer Schiff zurück wollt, wendet euch an das Gericht. Darum geht es mir nicht. Sondern? Siebrand hat beinahe 100 Schiffe beschlagnahmt. Was hat er vor? Eine Blockade. Sie sollen auf die offene See hinaussegeln, um einen Blockadering zu bilden. Warum? Will Salah al-Din von der Seeseite her angreifen? Nein, es geht nicht um ihn, sondern um Schiffe aus der Heimat.
damit Richard keinen Nachschub erhält. Warum sollte ein Verbündeter Richards ihn derart schwächen wollen? Ich weiß es nicht. Fragt Siebrand. Es sind seine Befehle. Ich überbringe sie bloß. Bitte, lasst mich ziehen. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Es schmerzt mich, aber ich kann nicht riskieren, dass ihr ihm von mir erzählt. Sag ihm, ich sage nein. Ich lasse nicht zu, dass Soldaten sich in mein Geschäft einmischen. Hör zu, alter Mann. Nein, ihr hört mir zu. Das ist mein Hab und Gut nicht seins. Selbst wenn Jesus Christus den Mann persönlich ermächtigt hätte. Es ist keine Bitte, es ist ein Befehl. Oh, das ist ja drollig. Er könnte nicht mal kleine Kinder befehligen. Ich habe gesehen, was er aus dem Hafen gemacht hat. Mich wird er nicht ruinieren. Lest einfach den Brief. Ihr werdet sehen, seine Bedingungen sind großzügig. Ach gut, ich werde mir sein Angebot anschauen. Ich glaube aber nicht, dass ich meine Meinung ändern werde. Und jetzt geht, hinfahrt! Himmels Willen, lasst von mir ab! Wovor flüchtet er nur? Hoch! Il est devenu fou. Prévenez-moi si vous l'apercevez. Ah!
Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Zutritt verboten. Geht fort mit euch. Halt. Ihr dürft nicht passieren. Ihr dürft nicht hier sein. Geht, bevor wir Gewalt anwenden müssen. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht! Kommt nicht näher. Benutzen Sie die geretteten Gelehrten, um Wunder. Wenn Sie einen starken Angriff kontern, ist Ihr Gegner. Haltet eure Augen offen! Er wird bestimmt wiederkommen! Ihr da, was ist in Gefahr? Also, von jemandem. Sehr schön. Das war teuer, wisst ihr? Das werdet ihr bezahlen müssen. Das war teuer, wisst ihr? Ihr hättet mich töten können! Ihr seid hier doch! Ich bin so ja, hier! Kommt!
Gesicht und betrachtet das Problem. Nein, bitte geht nicht einfach. Nur ein paar Münzen, bitte. Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Mach die verdammten Augen! Da wird doch jemand verletzen! Tut dir das nur! Ich brauch das Geld! Tut mir das Geld! Oh, 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 oh. Le diable a l'armée! Je vais libérer ton âme! Je suis l'épée du Seigneur! C'est trop facile! Tu n'es pas à la hauteur! War das der letzte? Ich hoffe es. Doch riskier dich besser nichts und eile heim. Und ich wette, dass ich es für eine Weile nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Das werde ich euch nie vergessen. Wer kann sowas getan haben? Lieber Gott, ein Assassine! Seid gegrüßt, Bruder. Wie verläuft eure Suche? Ich weiß alles, was ich über mein Ziel wissen muss. Dann teilt euer Wissen mit mir. Siebrand soll von Sorgen zerfressen sein. Sein bevorstehender Tod treibt ihn zur Raserei. Er hat den Hafenbezirk abgeriegelt und verbirgt sich dort, wartet auf die Ankunft seines Schiffes. Das macht die Sache gefährlicher. Ich frage mich, wie er von eurer Mission erfahren hat. Die Männer, die ich tötete, stehen alle in Verbindung. Al-Mualem warnte mich, dass die Kunde meiner Taten sich ausbreiten würde. Seid auf der Hut, Altair.
Seid dessen sicher, Rafik. Doch wird dies mein Vorteil sein. Angst wird ihn schwächen. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten.